Aufgabe 6 von 11. Ein Scheibenwischermotor läuft mit einer Spannung von 12 Volt und einem Stromfluss von 7 Ampere. Welchen Widerstand hat der Scheibenwischer? Wir haben gegeben eine Spannung von 12 Volt und einen Stromdurchfluss von 7 Ampere. Gesucht ist der Widerstand. Stopp den Film, rechne selber. Die Lösung? Eingesetzt bei U ist die Spannung von 12 Volt, bei I einen Stromdurchfluss von 7 Ampere und die Lösung lautet 1,7 Ohm. Der Scheibenwischermotor hat einen Widerstand von 1,7 Ohm. Aufgabe 7 von 11. Eine Sitzheizung hat einen Widerstand von 3 Ohm. Es fließt ein Strom von 4 Ampere durch die Heizmatte. Mit welcher Spannung wird die Sitzheizung betrieben? Gegeben ist ein Widerstand von 3 Ohm und ein Strom von 4 Ampere. Gesucht ist die Spannung. Stopp den Film, rechne selber. Die Lösung? Die Eingangsformel, Ausgangsformel. Die Sitzheizung wird mit einer Spannung von 12 Volt betrieben. Aufgabe 8 von 11. Eine Sicherung hat einen Widerstand von 20 Ohm. Es fließt ein Strom von 70 mA in der Spule. Für welche Spannung ist die Sicherung ausgelegt? Gegeben ist ein Widerstand von 20 Ohm, ein Strom von 70 mA und gesucht ist die Spannung. Stopp den Film, rechne selber. Die Lösung? Die Sicherung ist für 1,4 Volt ausgelegt. Aufgabe 9 von 11. Durch einen elektrischen Motor fließt ein Strom von 20 Ampere. Es liegt eine Spannung von 12 Volt an. Berechne den Widerstand des Motors. Gegeben ist eine Spannung von 12 Volt, ein Strom von 20 Ampere und gesucht ist der Widerstand. Stopp den Film, rechne selber. Die Lösung? Der Widerstand beträgt 0,6 Ohm. Aufgabe 10 von 11. Durch einen Scheibenwischermotor fließt ein Strom von 6,7 Ampere. Der Motor hat einen Widerstand von 1,8 Ohm. Wie groß ist die Spannung? Gegeben ist ein Strom von 6,7 Ampere und ein Widerstand von 1,8 Ohm. Gesucht ist die Spannung. Stopp den Film, rechne selber. Die Lösung? Am Scheibenwischermotor liegt eine Spannung von 12,06 Volt an. Aufgabe 11 von 11. Ein Scheibenwischermotor läuft mit einer Spannung von 24 Volt und einem Stromfluss von 2 Ampere. Welchen Widerstand hat der Scheibenwischer? Gegeben ist eine Spannung von 24 Volt und ein Stromfluss von 2 Ampere. Gesucht ist der Widerstand des Scheibenwischers. Rechne selber. Die Lösung? Der Scheibenwischermotor hat einen Widerstand von 12 Ohm.